Hallo ihr Lieben, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Ein weiteres Video aus meinem Auto. Ich stehe noch immer auf dem gleichen Platz. Ich habe mich nicht bewegt, aber ich habe momentan so viele Videosideen und ich spreche die mal einfach da so ins iPhone rein. Und ja, umso leichter, umso schneller aufgenommen, umso besser oft. Ich habe vorhin auch ein Video aufgenommen mit 5 Tipps, die mir so einfallen rund um die Fotografie. Das werde ich mal hier rausschießen. Aber ich möchte es noch ein bisschen erweitern und ein paar andere Themen. Bisschen losgelöst von dieser ganzen Technik und von diesem Objektiven und Brennweiten und so von diesem Getriebe, finde ich persönlich, ja, was könnte ich euch mitgeben? Ich liebe die Reduktion. Ja, also ich bin heute wieder, ich habe es hier neben mir liegen, ich bin heute wieder mit einem einzigen Objektiv, mit einem Samyang 45 mm an einer Sony A7 III unterwegs. Einzige Sache, ich habe hier einen Zusatzgriff drauf. Akku, Speicherkarte, fertig. Karten. Gut. Das mag ich gerne. Ich mag diese Reduktion. Ja, und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich dann Bilder sehe. Ein kleines Problem. Aber wenn ich Bilder sehe und sage, jetzt habe ich die falsche Brennweite mit, jetzt kann ich sie nicht aufnehmen. Ja, das passiert. Ja, das ist halt so. Wenn ich nur einen 45er mit habe, dann habe ich eben halt kein Tele. Ja. Ich habe auch keinen Weitwinkel. Also das heißt, ich bin irgendwo in between und ich muss mit dem leben, was ich habe. Da kann ich euch nur den Tipp geben, lauft nicht immer den verlorenen Chancen hinten nach. Natürlich könnt ihr hergehen und sagen, ah, da vorne wäre jetzt ein großer, weiß ich nicht, Teich und der wäre mit Weitwinkel und so und schön und da hängt das Holz rein. Ah, ja. Oder da sitzt ein Vogel auf dem Baum und leider habe ich keinen 70-200 mit und deshalb kann ich den nicht isolieren. Okay, aber ihr habt einen 45er oder einen 50er mit oder einen 35er oder was auch immer ihr mit habt. Und während ihr euch überlegt, was ihr gerade nicht mit habt und was ihr gerade nicht aufnehmen könnt und was ihr gerade verliert und auweia, seht ihr die Motive nicht, die ihr machen könnt mit dem, was ihr gerade mit habt. Muss ich mich auch immer dazu zwingen. Also ich mache das für mich sehr häufig, dass ich das sehe ich auch ein bisschen als Übung, ein bisschen als sportliche Übung, dass ich mich reduziere. Das geht manchmal wirklich so weit, dass ich sage, okay, ich nehme ein 18 mm mit und gehe in den Wald. Das ist schon sehr griffig. Also da, wenn du ein starkes Weitwinkel hast und jetzt im Winter hier in den Wald gehst, dann hast du fast keine Motive. Stimmt aber nur fast eben, weil es gibt doch Motive. Man muss sie nur suchen, finden und wie ich immer sage, man muss sich Motive erarbeiten. Die Motive springen dich nicht immer an. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber meistens muss man sich Motive erarbeiten. Meistens ist es so, dass du sagst, du siehst jetzt, egal was, irgendeine Szene, machst mal ein Foto. Da gehst du einen Schritt links, einen Schritt rechts, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, ein bisschen rüber, änderst vielleicht die Brennweite, wenn du kannst, und machst es nochmal. Und dann denkst du, oh, es wird ja noch besser. Ah, Moment, da kommt das Licht von der Seite, da gehe ich vielleicht darüber. Und schon erarbeitest du dir das Motiv. Und das Motiv ist immer noch dasselbe. Das ist vielleicht jetzt dieser Teich, aber du beginnst ihn dir zu erarbeiten. Und das ist ein guter Prozess. Es ist nicht so in der Fotografie, dass ihr wohin geht, knipsi, 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 knipsi und ihr habt 4 Mörderbilder oder 5 oder wie oft ich jetzt abgedrückt habe, sondern ihr werdet euch wahrscheinlich herantasten müssen an eine bessere Version. Und das ist mit einem oder mit einer reduzierten Ausrüstung einfacher, finde ich. Also man zwingt sich einfach mehr. Das wollte ich euch mal hier mit auf den Weg geben. Das sollte so ein kleines, kurzes Video sein. Zum Thema Reduktion passt auch gut. Was macht ihr mit den Dateien? Ja, also eine Frage wäre zum Beispiel, macht ihr RAW oder JPEG? Oder beides? Mit dem Wissen, wenn ich RAW mache, muss ich noch mehr Zeit investieren. Wenn ich JPEG mache, könnte ich schon fertig sein? Wahrscheinlich ist auch noch ein bisschen was zu machen und sei es nur ausrichten, soll sein, nur zuschneiden. Aber das wäre auch eine Reduktion. Das wäre auch eine Möglichkeit einer reduzierteren Arbeitsweise. Also nicht nur der Trick mit einem Objektiv und ganz einfach, sondern vielleicht heute auch mal mit JPEG zu fotografieren oder beides. RAWs kann man ja haben, ist ja kein Problem. Aber die JPEG-Aufnahme dann zu verwenden. Und was ich da wiederum sehr gut finde, sind auch diese Bildlooks oder die Picture Styles, wie es heißt, oder auch diese Filmsimulationen, wie es zum Beispiel Fuji macht. Das finde ich wahnsinnig gute Lösung für schnelle Fotos. Es muss nicht immer alles einen RAW-Prozess durchlaufen. Das sagt der,
der 100% RAW fotografiert, ja, also extrem glaubwürdig. Aber ich mache das schon auch. Ich gebe zu, ich verwende es aber selten. Was ich aber schon auch mache, ist, dass ich JPEG und RAW fotografiere. Meistens, wenn es um private Bilder geht, nicht im Beruf, meistens um private. Oder auch in der Street Photography. Und mir zum Beispiel die JPEGs auf Schwarz-Weiß einstelle. Mit der Option, sie nachher zu verwenden, okay. Aber mit dem großen Benefit, dass ich sie am Display hinten als Schwarz-Weiß-Bild sehe. Und ein Schwarz-Weiß-Bild ist in der Street Photography oft sehr beliebt. Beziehungsweise es hilft dir manchmal auch beim Komponieren, weil du einfach Lichter und Schatten und Konturen besser siehst. Das wäre eine Möglichkeit der Reduktion. Und wenn du den Schritt noch weiter gehst und vielleicht eine Fuji oder eine andere Kamera hast, das heißt halt nur anders, aber Fuji ist halt sehr bekannt geworden mit diesen Filmsimulationen, und du eine Filmsimulation findest, die zu diesem Motiv gut passt oder zu deiner Arbeitsweise gut passt, zu deiner Stimmung gut passt, und du kombinierst das und du kannst gut belichten und du kannst dieses JPEG fertig machen in der Kamera, und das können gute Leute, sparst du dir viel Zeit und erhöhst du dir eigentlich den Spaß an der Fotografie. Es wird so ein bisschen wie früher. Das heißt, wie in Analogzeiten. Das heißt, ich habe etwas gemacht und dann hatte ich nicht mehr allzu viel Einfluss. Klar kann ich mich in der Dunkelkammer noch ewig damit herumspielen, aber es ist im Prinzip fertig in dem Moment der Aufnahme. Mit allen seinen Höhen und Tiefen und Schwächen. Aber wenn du heute sehr gut fotografieren kannst, wenn du präzise belichtest, wenn du auch präzise die Kamera einstellst, und da sind wir jetzt schon bei der ruhigen, ich möchte fast sagen meditativen Fotografie, dann hat das viele positive Effekte. Ja, und weil ich gerade meditative Fotografie gesagt habe, da gibt es hier auf meinem Kanal auch schon das eine oder andere Video dazu, und da werden sicher noch mehr kommen. Das ist ein Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert und wo es natürlich gerade dort auch um Reduktion geht in der Arbeitsweise, im Equipment, aber auch im ganzen Workflow. Und nicht jeder von euch, das weiß ich aus vielen Gesprächen mit Kunden und auch mit Kursteilnehmern, die wollen gar nicht so viel Zeit am Computer sitzen, wie ich es zum Teil tue. Für mich ist Hobby und Beruf irgendwie eins, aber für viele Leute, die wollen fotografieren, auch von mir aus den ganzen Urlaub, was auch immer, aber die wollen fertig sein. Die sind das vielleicht auch gewohnt von der Smartphone-Fotografie. Da wird natürlich auch, dass das Bild im Prinzip fertig ist. Vielleicht noch ein Filter drüber gelegt und das Ding ist erledigt. Das kannst du aber auch mit der Kamera auch leisten. Also du brauchst nicht den komplexen Workflow. Ich glaube, ich muss da mehr mal in die Richtung gehen, wenn dich das im Thema interessiert. Also einfacher, reduzierter Workflow. Vielleicht auch Filmsimulation, wobei ich kein Fuji-User bin, aber es geht, wie gesagt, auch mit anderen Kameras. Dann schreibt das mal in die Kommentare, ob dich das interessiert, dann mache ich mal mehr in die Richtung. Kleine Ergänzung noch zu dem Thema Picture Styles und Filmsimulationen. Soweit ich das weiß oder so wie ich es kenne von anderen Kameras oder von anderen Herstellern, du kannst auch diese Picture Styles, nennen wir es mal so, auch manipulieren. Das heißt, du kannst auch nochmal Kontrast und Schärfe verändern. Ich glaube, Sättigung ist auch immer noch dabei. Bei den Olympus-Kameras, die ich früher hatte, konnte man die ganze Gradationskurve noch dazu verändern. Das war richtig, richtig gut. Und dann ist das auch nicht mehr so wie aus der Retorte, so wie wenn Sony sich erdacht hätte, sondern es ist dann so, wie du willst. Also ein bisschen deinem Bildlook angepasst. Oder deinem Farblook, den Farblook, den du haben möchtest oder in welche Richtung du gehen möchtest. Und es gibt auch Kameras, die können das auch dann extra abspeichern und haben dann sozusagen ein Standard-Preset, das heißt für mich auch Standard oder Normal oder Vivid oder was auch immer. Und dann hast du eine Version, die dir gefällt. Und diese Version, mit der arbeitest du. Und mit denen machst du deine JPEGs. Und es spricht dir nichts dagegen, die JPEGs zu machen, die JPEGs zu verwenden, die RAWs vielleicht dazu zu machen, vielleicht abzulegen, zu sagen, okay, vielleicht komme ich in ein Jahr zurück und sage, ich möchte aus dieser Serie, aus diesem Urlaub 10 Bilder durch einen RAW-Konverter jagen, weil die möchte ich mir, weiß ich nicht, ausdrucken oder an die Wand hängen, aber ich muss das nicht mit jedem machen und ich möchte einen einfach kleinen Workflow haben. Ist doch eine gute Geschichte. So, ihr Lieben, wenn euch das mehr interessiert, also so ein bisschen Fotografie-Themen abseits von dem reinen Technik-Nerd-Kram, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen, dann mache ich gern mehr in diese Richtung.
Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich muss es leider hier mal sagen, würde ich euch um zwei Sachen bitten. Na, drei, vier, vielleicht ein bisschen mehr. Kommentieren. Thumb abdrücken. Abo drücken. Wiederkommen. Und mir vielleicht einen Kaffee kaufen. Das kann man hier auch. Also wenn ihr hier in diesem Description-Text schaut, gibt es auch so einen Link zum Buy Me a Coffee. Und wer mich da unterstützen will, vielen lieben Dank. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, alles Liebe, immer gut Licht, euer Fototrainer. Dranbleiben an der Fotografie, ist eine spannende Geschichte, eine spannende Reise. In dem Sinne, alles Liebe. Bis bald, Servus, Tschüss und Baba.